Im Keller des Geographischen Instituts der Universität Bern befinden sich mehrere Sammlungen, so eine Glasdiasammlung und eine Kartensammlung. Sie enthalten Objekte, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert am Institut für Forschung und Lehre eingesetzt wurden. Die Sammlungen mögen wissenschaftlich nicht zu den herausragendsten ihres Genres gehören. Die Qualität der Objekte lässt manchmal zu wünschen übrig und die Dokumentation fehlt fast komplett. Doch wenn man hinschaut und sich mit den Objekten auseinandersetzt, erscheinen große und kleine Geschichten, welche die damalige Geographie aufleben lassen. Die Sammlungen zeigen, wie Geographie vor 100 Jahren unterrichtet und gelebt wurde. In den folgenden Episoden werden einzelne Aspekte davon beleuchtet. Am 15. August 1914, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wurde der Panama-Kanal eröffnet. Er brachte eine Wegersparnis von 2 bis 3 Monaten. Der Kanal war eine Meisterleistung der Ingenieurkunst im Zeichen des freien Welthandels, aber auch des Imperialismus. Der Bau des Kanals war ein wichtiges Thema für die Geographie, auch in Bern. Am 22. Februar 1917 hielt der in der Schweiz internierte deutsche Offizier Paul Lutz in der Geographischen Gesellschaft einen Vortrag, in welchem er 80 Lichtbilder zeigte. Tatsächlich finden sich in der Glasdiasammlung zahlreiche Dias zum Bau des Panama-Kanals. Man sieht ja, dass immer technische Errungenschaften fotografiert werden. Wenn wir uns dann belesen über die Großbauprojekte dieser Zeit, müssen wir ja über Tausende, Zehntausende von Menschen berichten, aber die gibt es auf den Fotos ja nicht. Es gibt erstmal Technik und wir sehen auf den Bildern die Faszination dieser Technikbegeisterung in dieser Zeit. Und das haben wir in der Geographie ja auch gelernt. Es gab sehr lange eine Zeit, ich würde sagen auch bis in die 70er Jahre, wo technische Errungenschaften als eine der Möglichkeiten galt, die Natur zu bändigen. Aber ich denke, man muss das schon auch anerkennen, was das für eine immense Leistung war. Panama-Projekt ist einmal gescheitert. Man hat es nochmal neu beginnen müssen. Und es sind Tausende von Menschen umgekommen. Weil was man ja nicht sieht, das haben wir auch schon mal kurz angesprochen, ist ja eigentlich die ganzen anderen Bedingungen, die man dort ausgesetzt war. Den Mückenplagen, der Hitze, den diversen schlechten Ernährungsbedingungen dieser Arbeiter. Und gleichzeitig vergisst man das ja. Also das ist aus migrationshistorischer Sicht hochinteressant, wo man überall die Menschen hergeholt hat, um diesen Bau voranzutreiben, wo man die überall ranschaffen musste. Man kann das gar nicht anders sagen. Sie sind kläglich da auch, haben sich dahin gerafft, sie sind gestorben, man musste neue Massen schaffen. Und das Kümmern um die Menschen in den Hütten begann dann, wo man gemerkt hat, es gibt nicht unendlich viele, die wir ständig heranschaffen können und ihnen wieder die technischen Sachen erklären können, sondern es wäre jetzt auch gut, wenn welche mal überleben. Also das hat schon auch so einen utilitaristischen Zugang. Wir brauchen diese Menschen. Von sozialer Nähe kann da jetzt erstmal nicht die Rede sein. Die Dias zum Panama-Kanal sind Teil der gegen 10.000 Glasdias umfassenden Sammlung des Geographischen Instituts, die jahrzehntelang kaum Beachtung fand. Erst nach einem Wasserschaden machte sich das Institut im Jahr 2020 auf, die Dias zu retten. Wir haben bei uns im Archiv vom Geographischen Institut ganz viele alte Glasdias gefunden. Und weil wir nicht wollen, dass die vergessen gehen, putzen wir die jetzt putzen und digitalisieren. Und wie man sieht, die sind hier total verstaubt. Und zum Teil haben sie schon Pilzbefall oder Schimmelbefall. Nachher der erste Schritt, eben, weil sie so staubig waren, ist natürlich das Abputzen mit dem Pinsel. Anschließend putzen wir die eben mit einer Alkoholwasserlösung. Dann muss man noch einmal mit dem Pinsel drüber die restlichen Fuseli hier von diesen Wattestäbchen abnehmen. Und dann können wir sie einscannen und erfassen. Weil wir eben wollen, dass die gut katalogisiert sind, erfassen wir die Metadaten. Also jede Kiste bekommt jetzt eben zum Beispiel den Namen Dia Geologie. Und die dann auch noch erfassen, wenn es eine Bildunterschrift hat. Vielleicht hat es der Autor oder die Autorin drauf, die Jahreszahl. Und dann kommt es in den Computer und wir das einlesen. Und anschließend werden sie nummeriert und verpackt. Die ältesten, die ich gesehen habe, sind von 1880. Und die neuesten so 40er, 50er Jahre.
Die Glasdias sind von ganz unterschiedlicher Qualität, von ganz unterschiedlicher Herkunft und sie zeigen ganz unterschiedliche Motive. Offensichtlich eine über Jahrzehnte hinweg zusammengetragene Sammlung. Von einigen Dias kennen wir die Herkunft. Die Assistenten und späteren Professoren Hermann Walser, Rudolf Zeller und Fritz Nussbaum trugen mit eigenen Fotos, aber auch durch Tausch und Erwerbungen zur Sammlung bei. Besonders für außereuropäische Länder war man auf andere Quellen angewiesen. Gemeinsam war den Dias, dass sie in erster Linie dem Unterricht dienten. Du hast dich ja schon, du hast dich mal mit denen auseinandergesetzt, hast irgendwie 1500 oder so digitalisiert von denen. Kannst du etwas sagen über die Geschichte von der Glasdia-Sammlung? Also ich sehe drei Gruppen an Glasdia, die wir eigentlich haben hier. Das eine sind Bilder, Fotos von diesen frühen Dozenten. Wahrscheinlich ab etwa 1910. Das ist sicher vom Walser, von dem hat man einzelne Bilder, die man kann zuordnen. Und nachher, das sind die Fotos, die man einfach gemacht hat, auf Exkursionen, bei Feldarbeit und so weiter. Eine zweite Gruppe sind gekaufte Diaserien, die man auch einfach für einen Unterricht für ausser-europäische Länder kommt. Und so hat man die angeschafft, die sind zum Teil noch so angeschrieben, das sieht man. Und eine dritte Gruppe sind, glaube ich, auch einfach Diagramme, Zeichnungen, die sie dann einfach aufgenommen haben, auch wieder für einen Unterricht, einfach PowerPoint-Vorläufe. Unter den zugekauften Dias waren auch zahlreiche handkolorierte Dias. Man kann sich nur schwer vorstellen, welch atemberaubenden Effekt diese auf die Betrachterinnen und Betrachter hatten. Wir haben dann schon gefunden, das sind eigentlich Dokumente, die man unbedingt erhalten. Darum haben wir angefangen, die digitalisiert und probiert zu lokalisieren und zu datieren, was allerdings sehr schwierig ist. Bei denen, wo man keinen Hinweis hat auf der Beschriftung von diesen Bildern selber. Aber jedenfalls die Unikate, die wäre eigentlich schon sehr wichtig, dass man die als Dokument einfach möglichst archivieren, aufarbeiten, digitalisieren natürlich, möglichst lokalisieren, in einem selbst zum Beispiel für Gletschergeschichte und so. In der Glasdia-Sammlung finden sich viele Dias zu Java, entstanden vermutlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Dazu zwei Mappen mit losen, schreibmaschinenbeschriebenen Blättern. Darauf sind Texte, die zu den Dias vorgelesen wurden. Das erlaubt es uns heute, eine Geografievorlesung vor 100 Jahren nachzustellen. In der Folge hören Sie Ausschnitte aus der Vorlesung Java. Einige Textstellen enthalten rassistische, abwertende oder kolonialismusverherrlichende Aussagen. Java, das Wunderland, auch als der Garten des Osten bezeichnet, gehört zum malaiischen Archipel und ist die südlichst gelegene der großen Sunda-Inseln. Die Insel ist 1000 Kilometer lang, ungefähr so lang wie Italien, und 75 bis 200 Kilometer breit. Mit der zugehörigen Insel Madura nimmt sie einen Flächeninhalt von 131.508 Quadratkilometern ein und ist somit etwas mehr als dreimal so groß wie die Schweiz. Die Bevölkerung betrug im Jahre 1865 14 Millionen Seelen, 1880 beinahe 20 Millionen, 10 Jahre später nahezu 24 Millionen und 1905 etwas über 30 Millionen. Darunter 64.917 Europäer, 295.193 Chinesen und 19.148 Araber. Die malaiische Rasse ist auf Java durch drei Stämme vertreten. Auf West-Java bilden die Sundanesen den Hauptteil der Bevölkerung. Die eigentlichen Javanen sind in Mittel- und Ost-Java. Die nördlichen Küstenstriche werden hingegen vorzugsweise von Malaien bewohnt. Im Verkehr mit dem Europäer ist der Javane von gemessener Demut. Das niedere Volk ist arbeitsam und eignet sich sehr gut für den Landbau. Die holländische Kolonialpolitik darf mit Recht als vorzüglich bezeichnet werden. Die Regierung ist bestrebt, mit allen Mitteln den Wohlfahrtsstand der Bevölkerung zu heben. Auf Java und in der Sundastraße
befinden sich über 100 Einzelvulkane, von denen eine größere Zahl noch tätig ist. Der Tankuban-Perahu-Vulkan ist bis unmittelbar an den Kraterrand bewaldet. Der Kraterrand ist auf einem steilen, holprigen Pfad ohne Schwierigkeiten erreichbar. Man bedient sich auf derartigen Exkursionen als allgemein üblichem Transportmittel dieser kleinen, äußerst ausdauernden Pferde. Der eine der Kraterkessel enthält einen See mit warmem, schwefelhaltigem Wasser und einige sausende Sulfatarten. Es sind dies Gasquellen, denen vorzugsweise Schwefeldämpfe, bestehend aus schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff, entweichen. Der zweite der Kraterkessel hat einen Schlammsee. In Bezug auf Zahl, Größe und Tätigkeit der Vulkankegel kann keine andere vulkanische Gegend mit den Sunda-Inseln konkurrieren. Der riesige alte Tenka-Krater mit drei jüngeren Innenkratern. Aus nächster Nähe sehen Sie hier den Bartok-Krater. Um den Krater des Bartok herum erreicht man in etwa 3/4 Stunden den Nordfuß des Bromo, dessen Gipfel 250 Meter über dem Sandmeer aufragt. Auch hier ist der Abhang von Regengüssen wild durchfurcht. Man reitet bis zu einer langen Holztreppe, die bis zum Kraterrand hinaufführt. Von hier aus sieht man den 250 Meter tiefen, steilwandigen Krater. Durch größere und kleinere Risse des grünlich verwittert aussehenden Kraterbodens ist glühende Lava sichtbar. Unter scharfem Zischen entweichen Wasserdämpfe. Wenn man diese Stelle des Kraters betritt, erinnert man sich unweigerlich an Schillers Taucher, wo es heißt: Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Das Dieng-Plateau ist der Boden eines alten Kraters, von Bergwellen umgeben, aus welchen 5 Gipfel sich erheben. Zahlreiche, stark verwitterte Ruinen zeugen von einer mysteriösen und ohne Zweifel glorreichen Vergangenheit. Auf den zerstreut liegenden Ruinen wurden Aufschriften gefunden, die beweisen, dass schon im 9. Jahrhundert Bauten hier existierten. Die Gruppe der Arjuna-Tempel, die Sie hier vor sich sehen, besteht aus Ruinen von 5 ganz kleinen Hindu-Tempeln. Der Bhima-Tempel ist einer der am besten erhaltenen Tempel des Plateaus. Die Dekoration des Daches ist sehr eigenartig und besteht aus verschiedenen Reihen übereinanderliegenden Nischen, aus welchen Menschenköpfe herniederschauen. Der Dwaravati stellt eine ebenfalls äußerst interessante Reliquie dar. Nicht weit davon fand man einige Überreste eines Aquäduktes aus der gleichen Periode. Das Klima auf dem Dieng-Plateau ist sehr gemäßigt, zeitweise sogar kalt. Die Einwohner dieser Gegend stecken daher gleich nach Sonnenuntergang ein Feuer in ihren Hütten an. Da die Häuser keine Kamine haben, weicht der Rauch, wie Sie hier deutlich sehen können, einfach zu den Dächern heraus. Das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel für das damalige Paradigma, nämlich die Länderkunde. Und dieses länderkundliche Paradigma, das hat man so ab den 1840ern, 1850er Jahren und damit auch diese Vorstellung, man könnte die Welt wie eine Art Puzzleteile Stück für Stück zusammensetzen und umso mehr man erfährt und umso mehr man aufnimmt und umso mehr man beschreibt, umso klarer wird das Bild der einen Welt. Und das macht auch die, glaube ich, die Begeisterung der Länderkunde aus. Und ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, warum dieses länderkundliche Paradigma so erfolgreich war. Es passte auch so sehr gut in so eine Zeit. Wir befinden uns in der Zeit der Nationalstaatenentstehung. Wir haben also eine ganz klare Aufteilung der Welt. Dieses Forschungsziel der Beschreibung hat nie einen Selbstzweck, sondern hatte immer auch den Zweck, etwas zu wissen für die wirtschaftliche Stärke. Und für vielleicht auch die politische Stärke von Ländern. Nun ist Schiller auch eine ganz besondere Situation. Es ist auch ein Nationalschriftsteller. Also er ist sehr bemüht um die nationale Entwicklung von Deutschland und auch anderen Nationen. Und in seinen ganzen Texten geht es sehr, sehr viel darum, um nationales Selbstbewusstsein. Und das ist dann schon interessant, dass das natürlich sich auch bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in der Zeit zeigt. Wo komme ich her? Was sehe ich und wie kann ich das in Bezug zu mir setzen? Und das ist ganz, ganz typisch für die Zeit. Und ich würde auch sagen, dass wir das heute immer noch machen.
Ja, die historische Einordnung von solchen Dokumenten ist ja immer die größte Herausforderung. Verteufelt und verurteilt man die Menschen für ihre damaligen Gedanken oder muss man die immer in einen bestimmten Kontext setzen? Und es gibt eigentlich immer zwei Antworten. Einerseits in den Kontext setzen, aber es gab ja auch damals Menschen, die das kritisch gesehen haben. Es ist ja grundsätzlich erstmal nichts daran auszusetzen, dass man in die Welt geht und sagt, hier sind die Berge anders als bei mir, hier sind die Flüsse anders als bei uns zu Hause und hier sind die Regenfälle anders als bei uns zu Hause. Da muss man jetzt sagen, auf einer naturwissenschaftlichen Ebene ist dem ja erstmal nichts entgegenzusetzen. Problematisch wird das ja immer erst dann, wenn man das über das Soziale, wenn man auf einmal sagt, diese Menschen sind anders, denn sie sind, jetzt sagen wir mal ganz plakativ, nicht so fleißig oder fleißiger oder wenn man eben Aussagen über ihre kulturellen Fähigkeiten trifft. Also man kann, glaube ich, sagen, man kann nicht alle Menschen zu Gericht ziehen für ihre damaligen Gedanken, aber für ihre Handlungen, weil das ist ja dann die Konsequenz. Man hat Menschen danach beurteilt, ob sie demütig, fleißig, artig, arbeitsam sind und wusste es dann aber auch gut auszunutzen. Ende des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Gründung des Geographischen Instituts, war Geomorphologie die Königsdisziplin innerhalb der Geographie. Viele Dias zeigen geomorphologische Themen. Dazu gehören auch Naturgefahren. Eine der ältesten Dia-Serien der Sammlung dokumentiert den Gletscherabbruch an der Altels im Berner Oberland im Jahr 1895. Ein Jahr später führte ein Murgang am Lambach bei Brienz zu großen Zerstörungen. Auch dazu finden wir in der Sammlung mehrere Dias. Die Glasdias dienten vor allem dem Unterricht und der Unterricht in Geographie an der Universität Bern war vor allem Lehrerinnenausbildung. Die Verbindung zwischen Schule und Universität war eng. Fritz Nussbaum beispielsweise war über 40 Jahre lang hauptamtlich Lehrer am Seminar Hofwil und an der Universität nur nebenamtlich tätig, bevor er schließlich ordentlicher Professor wurde. Viele der Glasdias tragen deshalb eine Etikette Seminar Hofwil. Nicht an allen Mittelschulen war der Unterricht so qualitativ hochstehend wie am Seminar Hofwil. Wie man sich den Geographieunterricht an einem Berner Gymnasium in den 1930er Jahren vorstellen muss, erzählt Gerhard Wagner. Seine Geographie hat fast nichts in Geomorphologie bestanden, aber enorm viel in Kulturgeographie und Völkerkunde. Also Rassenkunde, wie man nicht hat oder wie man heute nicht darf sagen, aber dann nicht man noch darf, dass es verschiedene Menschenrassen gibt. Das ist mal ein Faktum. Eine Geografiekarte ist da gehangen, klar. Wir haben schon ein bisschen Länderkunde auch gelernt, aber viel wichtiger war immer die Menschenkunde. Und dann habe ich Geografie speziell noch im Zusammenhang mit der Geschichte erlebt. Das war für mich fast der wichtigste Teil. Unser Geschichtslehrer, der Hans Roth, der hat gesagt, ihr müsst immer einen Atlas reinkommen, wenn ihr Geschichte repetiert. Und das habe ich gemacht. Die Schweizer Geografie, die habe ich erfahren mit dem Velo. Im Jahr 1937 ist die 17 Tage Gehvelotour haben wir dann gemacht, in Zengadin und zurück. Ja. Geografie war nicht das höchste Fach für die Studienrichtung. In meiner Klasse hat keiner Geografie studiert, aber ich war in einer A-Klasse mit Latein und Griechisch. In meiner Klasse habe ich 7 Theologie studiert, ein paar Jus, auch ich als Ausnahme viel 2. Aber ich weiss, für viele war Geografie ein gäbiges Nebenfach. Man weiss, dass der Brückner und nachher natürlich auch der Walser und wahrscheinlich alles ihre Schüler, oder? Sie waren begeistert von den Siegfried-Karten. Und zwar einfach vom Bild her, aber auch von der wissenschaftlichen Aussage. Also das waren wichtige Quellen für die Arbeit. Das Zweite sind die Karten, die sind gesammelt wurden im Zusammenhang mit Forschungsprojekten.
Da sieht man so einzelne Bestände. Eins ist Afrika zentral und dann gibt es einen ganzen Bestand. Dann ist Asien Bestand. Weitere Bestand sind die Schuhkarten und Schuhwandkarten. Das ist einerseits für einen Unterricht, hat man die gebraucht. Weil, ja, als Anschauungsbeispiel, wenn man das machen kann, hängt wahrscheinlich auch mit der direkten Verbindung zur Firma Kümmerli und Frey zusammen, die die meisten von diesen Schuhwandkarten gemacht hat. Und eine vierte Gruppe sind eigentlich historische Karten. Die Kartensammlung war lange ein wichtiger Bestandteil der Geografie. Heute ist das Interesse gering, doch lassen sich anhand der Karten immer noch wichtige Entwicklungen nachvollziehen, sowohl in der Geschichte der Geografie als auch in der Geschichte des Instituts. Neben den vielen geografisch und historisch interessanten Karten hat es auch einige am Institut hergestellte, welche Geschichten aus dem Institut erzählen. Zum Beispiel die Exkursionskarte der Umgebung von Bern von Fritz Nussbaum oder die geologische Schulwandkarte von Walter Staub oder Georges Grosjeans Karten von Aasee, einem fiktiven Ort in der Schweiz. Die detailgetreuen, technisch hervorragenden Karten wurden verwendet, um Raumplanungskonzepte durchzuspielen. Am Mount Kenya ist das Institut seit den 1970er Jahren aktiv. Zahlreiche Karten zeugen davon. Oder eine Karte der Schneegrenze in den Berner Alpen aus dem Jahr 1892 von Rudolf Zeller. Eine ganz besondere Karte ist die topografische Karte des Emikusi, des höchsten Berges der Sahara. Dieser 3415 Meter hohe Schildvulkan im Tibesti-Gebirge im Tschad hatte es Bruno Messerli angetan. Auf der Basis einiger vorhandener Skizzen, ein paar wenigen Luftbildern und minutiös geplanten Feldarbeiten im Jahr 1968 gelang es Bruno Messerli und seinen Mitarbeitern, eine Karte des Emikusi herzustellen. Eine Reliefkarte, eine Karte der Höhenlinien sowie die Kombination der beiden als topografische Karte. Die Glasdia-Sammlung wurde komplett digitalisiert, die Dias gereinigt. Die Kartensammlung war leider in einem viel schlechteren Zustand. Viele Karten wurden fortgeworfen, die verbleibenden Karten wurden gereinigt und stehen heute der Wissenschaft zur Verfügung. Damit soll auch in Zukunft die Geschichte der visuellen Geografie erfassbar gemacht werden.